So, hey Leute, und damit auch willkommen zu einem neuen Server-Troll. Heute wieder mit Snippe. Viele haben es sich gewünscht und ihr wisst ja, dass Snippe in letzter Zeit immer aggressiver wird. Und ich weiß auch nicht, was mit dem Jungen los ist. Auf jeden Fall dachte ich mir, wir müssen etwas daran ändern. Und ja, heute ist er wieder auf dem Teamspeak, hat sich anscheinend nach Aussagen vieler Spieler eine neue Base gebaut, hier auf Rebuild 3. Und ich dachte mir, das werden wir doch mal testen. Ich werde mich mal jetzt in seinen Channel moven und mal schauen, ob das Ganze nämlich stimmt. Snippe? Was? Hallo? Ja, was ist? Ja, also es geht nämlich darum, ich wurde in letzter Zeit von sehr, sehr vielen Leuten angeschrieben, dass du sie angeblich die ganze Zeit beleidigen würdest und immer aggressiver wirst. Nein, ich hab die gar nicht beleidigt. Die sagen halt, dass du immer aggressiver wirst, weißt du? Ich hab keinen beleidigt. Nein, die sagen halt, Askal, das Snipp ist voll aggressiv. Ich glaube, ich bin gar nicht aggressiv! Ja, das, wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass du aggressiv bist. Ich meine, du bist ja in meinen Augen ein sehr ruhiger Mensch. Aber da waren halt viele, die haben gesagt, Askalta, der ist ganz schön aggressiv. Und ich meine, ganz unrecht haben sie vielleicht nicht. Weißt du was? Ich kann, wer war das? Wer? Alle. Alle Spieler haben das gesagt. Natürlich alle Spieler in Minecraft halt. Weißt du? Das tut mir auch voll leid. Aber, Snippe, du hast ja, was mir erzählt worden ist, auf Rebuild 3 eine Base. Stimmt doch, oder? Nö. Nicht? Aber du bist doch gerade auf Rebuild 3, habe ich gesehen. Das gehört eh. Ach so, da wo ich bin? Ja. Kann ich mich da mal hintippen? Gehört. Ja? Nein. Ja? Das gehört gar nicht mehr. Okay. Das Base gehört gar nicht mehr. Boah, also, das ist schon eine geile Base eigentlich, ne? Wo bist du? Snippes Zimmer. Achso, das ist gar nicht dein Zimmer. Das ist gar nicht dein Zimmer. Achso. Hau ab. Wessen Zimmer ist das denn, wenn es nicht deins ist? Darf ich da mal reingehen? Wieso hast du vier Betten? Ach, das gehört mir nicht her! Guck denn schön. Das gehört dir nicht? Kannst du nicht lesen? Okay, sorry, ich bin nicht so gut im Lesen. Was steht da? Da steht LP. Hä, wer ist das denn? El Paben Sima. Hä? Keine Ahnung, das weiß ich ja selber nicht. Also, es ist nicht dein Zimmer, also ich kann das ruhig mit Lava einbauen. Nein! Nein, Snippe, komm. Wir müssen mal über etwas reden. Das ist dein Schrein. Ja? Was? Das Base gehört. Warte mal, Snippe, das geht zu weit. Ich habe hier gerade etwas gelesen, was mich, ja, ein bisschen traurig macht. Das gehört. Das bin ich gar nicht. Das habe ich gar nicht geschrieben. Gefängnis für SH. Nee, das ist S-Wort gesagt. Snippe? Deswegen dir. Ich war das nicht. Was ist eigentlich hier oben? Wo? Wir gucken uns nur um, Snippe. Wir sind ganz nette Leute. Ach, das ist ja eine geile, du hast ja so eine Geheimbase gebaut, ne? Ich sag dir noch immer eins, ne? Zum letzten Mal, wenn du noch. Hör mal zu, wenn du mal einmal mit Base grüßt, weißt du, was dann passiert? Nee, weiß nicht. Was? Warte mal, warte mal, ich muss da im Chat was schreiben. DDUS123. So. Ja, ich würde. Also, das gibt. Da sind vier Wörter drin. Da sind vier Wörter drin. Die. Nee, Snippe, ganz ehrlich, wir müssen das jetzt mal langsam regeln. Du bist sehr aggressiv geworden, ist mir aufgefallen. So. Du bist hier ganz aggressiv. Siehst du diesen Obsidian-Block? Wir wollen jetzt mal deine Aggression ein wenig mit einem Anti-Aggressionstraining bewältigen. Dafür habe ich hier dir ein bisschen Obsidian abgebaut. Das ist so eine Art Therapie. Bau den mal ab. Das wirkt. Wirklich. Ach, das kann man gar nicht abbauen! Doch. Bau's mal ab, aber mit der Hand, okay? Halt die Fresse, das kann man gar nicht abbauen. Das geht. Glaub mir. Dafür braucht man dann die Diamond-Schwert. Was ist das? Diamond-Spitzhacke. Bitte nochmal auf Deutsch. Diamant-Spitzhacke. Nein, brauchst du nicht. Du kannst auch mit der Hand abbauen. Dafür braucht man einen Diamant-Spitzhacke. Versuch dein Glück. Weißt du, es gibt einen Unterschied zwischen aggressiven Menschen und Menschen, die friedfertig sind. Doch, du musst geduldig sein. Das ist der erste Schritt zur Friedfertigkeit. Sei geduldig. Ey, Mann, zum letzten Mal den Block kann man einfach nicht abbauen. Bau ihn ab mit der Hand, Snippe. Sei eins mit dem Block. Warte, guck mich mal an, du hast einen neuen Skin, oder? Halt die Fresse, ja! Boah, der sieht schon echt witzig aus. Bist du eine Schildkröte? Nein, ich bin ein König, du Fetzer! Der sieht richtig witzig aus. Ich bin ein König, du Fetzer! Ja, du bist ein König. Ein König von was? Herr Snippe, du sollst nicht wegspringen, du sollst den Block jetzt mal abbauen. Das hab ich mit der Hand gar nicht. Komm, Snippe, bau den Block ab. Ne, das ist Anti-Aggressionstraining. Es geht. Es geht einfach. Komm, Snippe, nicht immer den kurzen Weg gehen. Du musst den langen Weg gehen. Ne? Es gibt keine Abkürzungen. Das geht doch einfach nicht, ich weiß das! Du musst den Block mit der Hand abbauen. Es dauert zwar, aber es wird deine Aggression lindern.
Snippe, was ist der Grund für deine Aggression? Warum bist du so aggressiv sonst? Du bist ja aggressiv hier, ich bin gar nicht aggressiv. Jonas, würdest du sagen, dass er aggressiv ist? Nee, er ist doch ganz ruhiger Mensch. Okay. Siehst du, du bist so dumm. Der hat doch gerade gesagt, dass ich nicht aggressiv bin. Okay, vielleicht habe ich mich da getäuscht. Okay, Snippe, also würdest du nicht sagen, dass du aggressiv bist? Nee, ich bin gar nicht aggressiv. Nicht? Ne? Wow, du, guck mal, du hast es geschafft, du hast die Blöcke abgebaut. Ich habe gesagt, mit Geduld geht alles. Das ist das Wichtigste. Ich denke mal, außer auch mit... Warte mal, was für eine Version ist das des Minecraft? 1.94, beziehungsweise 1.8 bis 1.10. Du kannst mit allen Versionen hier auf den askalde.de Server. Das kann aber gar nicht sein, weil ich habe den... Ich habe den Dingstag abgebaut, den... wie heißt nochmal? Obsidian. Ah! Geh mal aus dem Lava-Block raus, was machst du denn? Ich schlag dich, ich geh mal zu ganz schön zu meinem Pool. Also, hast du einen Pool? Halt die Fresse, ja. Ich will auch einen... Guck mal, da steht Snippets Pool. Du meinst davon noch, das ist gar nicht deine Base. Hier kann man hier Fische angeln drin in deinem Pool. Sind da Fische drin? Warte kurz. Das will ich mal ausprobieren. Oh, das ist ein Tintenfisch. Wo steht... Das ist schon ganz schön eklig, wenn in deinem Pool so ein Tintenfisch ist, oder nicht? Warte mal, wo ist das Schild von, Soll ich angeln jetzt? Alter Fetzer, geh weg! Wo steht das? So, ich hab ohne. Alter, sei leise! Wo steht das Schild, das da steht? Snipping Pool! Geh mal weg, halt! Was ist das für Scheiß? Ich möchte was angeln, Snippe. Da war gerade ein Tintenfisch an der Angel. Da steht. Achso, da steht Fischpool. Genau, du Dummkopf, hast du nicht gelesen? Ich dachte, da stand Snippe Pool, tut mir leid. Nee, halt die Fresse. Was ist hier jetzt schon? Erstmal, ich mag keinen Scheiß Ausländertiere. Was? Ich mag keinen scheiß Tintenbeutel. Beziehungsweise einen Tintenfisch. Was? Das ist ein Ausländer. Was mit Ausländern zu tun? Nein, ich mag Ausländer, aber ich mag keinen Tintenfisch! Aber es gibt auch Tintenfische hier in der Nordsee, ne? Ha, du bist ja sowas von schlau, ne? Ich weiß das. Musst du mir nicht sagen. Okay, Snippe, wenn du auch schlau sein möchtest, dann lies doch mal das Tier der heimischen Tiere. Hä, wie hast du das denn geschafft? Ja, gehackt. Ich bin Admin auf dem Account, Dummkopf. Ach ja. Ja, Snippe, wir wollten dich eigentlich zum Admin machen, ne? Aber ich glaube, das geht nicht mehr, jetzt wo du so aggressiv bist. Hä, ich bin gar nicht aggressiv. Nein, komm, teste mich nochmal. Aber Snippe, ich werde deine Base nicht zerstören. Ich weiß, du weißt ja, ich habe deine Base mal Pseudo zerstört. Ich hatte ja immer ein Backup drin. Aber dieses Mal werde ich mal deine Base in Ruhe lassen, wenn du mir versprichst, dass du nicht aggressiv bist. Das ist gar nicht meine Base, wie gesagt. Dann würde es sicher auch nicht stören, wenn Jonas die jetzt mit 0,6 zerstört, oder? Nee, das ist... Nein! Hä, ist ja cool. Du hast ja so ein Lava... Boah, Snippe, deine Baukünste werden immer besser, oder? Mein jetzt Gott, mal ehrlich, Leute, schreibt mal die Kommentare, ich finde seine Baukünste werden immer geiler. Hin. Hör meine Stimme. Nicht hier rumhusten. Was ist los mit dir, Snippe? Halt die Fresse, ich bin krank. Warum bist du krank? Das liegt an der Aggressivität, mein Freund. Habe ich da gerade TNT gesehen? Ich möchte dich anzünden, ja, Pizza! Ja, zünd mich mal jetzt mit TNT an, mach das mal. Das ist sehr klug. Alter! Das ist nicht... Bitte? Was ist? Bist du dumm? Hast du gerade den TNT-Block gezündet? Alter! Snippet, das war nicht so schlau, das weißt du schon, ne? Du hast gerade in deiner eigenen Base TNT gezündet. Das ist schon nicht so schlau. Ich hatte kein Feuer! Aber es ist auch natürlich, du weißt schon, vielleicht kennst du das, Wut macht blind. Vielleicht Scheiße! Kennst du dieses Sprichwort. Das kann man auch, umformulieren auf Aggressivität macht blind. Junge, ich hatte kein du bist so Feuer. Aggressiv, dass du gar keine Augen mehr für deine eigene Base hast und so nur noch in deinem Hass gegen mich alles in die Luft sprengst. Das müssen wir verhindern, Alter. Mein Freund. So geht das nicht weiter, Snippe. Du hast deine eigene Base gerade in die Luft gejagt. Die schönen Redstone-Blöcke hier. Ach ja, du stehst hier auf Redstone. Ja klar, das ist ja kein Wunder, ne? Was ist hier? Was soll das hier sein, Snippe? Oh. Ja, was soll ich machen, wenn ich ganz jetzt sterbe wegen du, du Pitzack? Wegen du? Ja, wegen dich. Ja, okay, das, weiß nicht, was du da machen solltest. Vielleicht solltest du aufhören, so aggressiv zu sein. Ich zieh mal deinen Diamanten an, okay? Alter, wir können gerne das anders lösen. Wir können gerne kämpfen in Real Life treffen. Okay, wollen wir kämpfen? Okay, du spielst doch bestimmt Pokémon, oder? Pokémon, ja klar, auf App Store. Okay, also mein Cabrador gegen... Dein. Halt die Fresse, ich hab Snap-Kabarohr. Okay. Ja, gut. Okay, Snippe. Was? Also, morgen 1 Uhr, Freebuild 1, okay? Ja, was ist damit? One versus one.
Ja, machen wir. Weil wir können auch jetzt One vs. One machen. Nein, wir machen ein Real Life. Weil ich mach jetzt Game Mode 0. Wir machen ein Fett. Nein, wir machen ein. So. Ja, komm. Okay, One vs. One. Komm her. Oha, 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 ich versch. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich hab deine Sachen. Wie schlecht. Wie schlecht. Ja. Snippe? Wie schlecht kann man noch im PvP sein? Weißt du, warum ich das gemacht habe? Weil ich friedfertig bin. Ich habe dich mit Absicht gewinnen lassen, damit du nicht ausrastest. Ja, komm, nochmal, ja, komm. Weißt du nicht, was passiert wäre, hätte ich dich besiegt? Hier, komm, nochmal. Hä, ein Bug oder was? Wenn ich dich besiegt hätte, wärst du ausgerastet. Rastest du aus, wenn ich dich jetzt besiegen würde? Ich mach deinen Server kaputt, das weißt du. Bitte nicht. Das ist sehr gemein, Snipper. Ich mach deinen Server kaputt, wie gesagt, also... Okay, jo. One vs. One, geh in die eine Ecke, okay? Warte, hier tut du Lappen, Alter. Eins, zwei, drei. Okay. Du Lappen, das war nicht so geplant! Was? Das war nicht so geplant! Was denn? Was war nicht so geplant? Das war nicht ey, so ey, Snippe, da ist ein Tintenfisch gespawnt bei deiner Lava. Hast du mit da etwas irgendwie was zu tun? Alter, ne. Alter, ne. Aber guck mal, ich habe ja gesagt, wenn ich dich jetzt nicht gewinnen lassen würde, würdest du ausrasten. Das hat auch tatsächlich funktioniert. Du sollst also, das mal ändern, okay? Ich bin gar nicht ausgerastet. Du bist ausgerastet, Snippe. Das hat jetzt. Nein, ich bin gar nicht ausgerastet. Du bist ausgerastet. Ich habe ein Schwert mit Knockback 1. Möchtest du das haben? Ja. Ja, weil du aggressiv bist. Wenn du nicht aggressiv sein würdest, dann würdest du so ein Schwert gar nicht wollen. Komm mal hier! Alter! Ist das dein Ernst? Du. Warte, ich rette dich. Ich habe noch irgendwo Wasser. So. Keine Angst, Tippi, ich kann jetzt da Wasser Scheiße. Reinmachen. Oh, du bist ja schon gestorben. Oh, tut mir leid. Dummkopf, Alter. Ja, wieso sprichst du denn in deine eigene Falle rein? War die für mich? Guck mal, ich mag deinen Server, deswegen habe ich mir den Rang ja. gekauft. Aber dich, Arschloch, mag ich nicht. Du Idiotes, Mischstückes Brot. Okay, oh, ich habe deine geheime Kiste hier gefunden. Guck mal hier, was ist? Aber hier ist gar nichts drin. Hast du das schon? Ist gar nicht drin, das ist nur für dumme Leute. Die. Okay. Alter, lass! Lass es, lass es! Ich geb dir ich kenn Zaubertrick, bleib mal stehen. Kannst du diesen Alter, Zaubertrick hier? Nein, 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 geh mal runter. Da unten ist Diamant jetzt. Ehrlich? Ja. Oh. Ja, das ist gar kein Diamant. Alter, lass dich ersticken! Snippe. Lass es! Das liegt an deiner Aggressivität. Lass! Ich zähl bis drei. Drei! Oder sonst die durch den Zauber. Zwei! What? Eins! Nein! Ja, ja, ja. Hey, du hast es geschafft, Osten, du bist ein richtiger Held. Guck mal hier sind zwei Jonas, ist es. Du Lappen, wo? Das. Fetz. Guck mal, das ist Jonas. Alter, was das geht? Snippe, wer ist der echte Jonas? Sei nicht so aggressiv. Wenn du nicht aggressiv bist, weißt du, wer der echte Jonas ist. Ja. Sicher? Ja. Das ist leider falsch. Hä, da steht Jonas, du dummer. Ja, was ist mit dem Jonas hier? Oh. Siehst du den gar nicht hier, den Jonas? Nee. Nicht? Nee. Guck mal, da ist Jonas. Alter! Snippe, jetzt hör mal auf, hier rumzuschreien, okay? Ja, ihr seid eh schlecht. Ihr könnt mit Game Mode was machen, aber ich kill die Tötel. Ich kill alle WEE. Nein, Snippe, sowas macht man nicht, okay? Heißt Japaner. Was? Doch Ausländer. Bist du ein Rassist, Snippe? Nein! Hast du was gegen andere Menschen? Weißt du, was Japaner cool. ist? Japaner ist ein Name. Aha. Ich meine den Land nicht. Ich meine den Menschen nicht. Das ist ein Name. Japaner ist ein Name. Mhm. Ja. Und wer soll das sein? Ja, das bist du. So heißt du ja. Aha. Du Afrika. Nee, Snippe, jetzt ganz ehrlich. Hör mal damit jetzt auf, okay? Ja, du Lappen. Was machst du denn hier mit der... Ey, guck mal, das ist Jonas. Snippe, hör auf, Jonas zu schlagen, okay? Das ist nur ein Spieler, okay? Snippe, atme mal tief ein. Tief einatmen. Snippe, ganz halt ruhig. Die Fresse, halt sag die Fresse. Wusa. Wusa. Snippe, ganz laut. Wusa. Lass deine Sorgen raus. Wusa. Halt die Fresse, das bringt dir nichts, du Kinderkacke. Snippe, stell dich vor mich und sag ganz laut. Wusa. Snippe, ganz ruhig. Du musst die Aggressivität aus dir rausleiten. Dein Chi muss fließen.
Ja, mein Kacker muss fließen, hier. Jasnip, ich glaube, du bist ein hoffnungsloser Fall. Dir hat auch selbst das beste Anti-Aggressionstraining nichts gebracht. Was für Aggressionstraining? Bist du in Real Life genauso? Was für Aggressionstraining? Weißt du, was Aggression überhaupt bedeutet? Aggression, ja, nett zu sein, genau. Echt? Ja. Meinst du das ernst? Ja. Snippe, es tut mir leider leid, aber das war die falsche Antwort. Halt den Fuß, lass mich in Ruhe! Okay. Lass mich! Snippe, lass mich! Wenn du versprichst, dass du die nächsten Wochen nett zu anderen Spielern bist, gebe ich dir ganz viele Diamanten. Soll ficken, Alter, ich schlag die eh. Also, Snippe, ganz viele Diamanten, wenn du nett bist, okay? Ist das ein Deal? Ich brauch Okay, du bist nicht mal aggressiv und dafür ganz viele Diamanten. Gib mir 10 Euro Pace, damit mich eine neue Freundin holt, du Fettsack. Ja. Achso, und wenn du eine neue Freundin hast, bist du dann nicht mehr aggressiv? Kaufst dich erstmal eine. Ich würde gar nicht mehr aggressiv sein, wenn ich eine Freundin habe. Okay, wie viele Freunde hattest du denn schon? Außer Lisa und Lana und so. Ja. So viel wie Geld ich habe. Okay. Wie viel Taschengeld bekommst du denn im Monat? 20, da kann ich mir jeden Monat kann ich mir 2 Freundinnen holen. Das und klingt ja sehr interessant. Das klingt ja sehr interessant, Snippe. Und du kannst dir das nicht leisten. Nee, ich kann sowas nicht. Ich kann das leider nicht, Snippe. Vollidiotes Hühnchen, Alter. Bitte? Vollidiotes Hühnchen. Kannst du gar nicht leisten, gar keine Freundin. Nee, ich habe leider nicht so viel Geld. Du hast kein Geld, Freundin. Ich kann mir leider keine Freundin kaufen, Snippe. Aber das ist auch nicht so meine Absicht. Okay, also Snippe, ich glaube, das hat hier keinen Sinn mehr. Ich muss das jetzt hier abbrechen. Ich dachte eigentlich, wir können dich hier mal ein bisschen umerziehen, aber es funktioniert nicht. Ihr kommt, zieh mich um. Hä? Zieh mich um. ja, Snippe, also wie gesagt, auf die Diamanten bist du nicht angesprungen. Das Wut hat, wie gesagt, atme mal tief ein, wenn du aggressiv bist, wenn sich die Wut in deinen Kopf staut und sage, Wusa. Egal, ich atme aber Wusa nicht. Jonas war früher mal genauso wie du. Bis Gut, er das mal, gelernt her, hat. Komm mal mit zu mir, Askalter, du Fetzer. Komm mal her. Komm mal einmal zu mir her. Bitte beleidige mich nicht. Das ist keine Kraftausdrücke. Ja. Komm mal zu mir. Mach mal deine Augen zu in Real Life. Ja, ich hab die in Real Life jetzt zu. Was machst du jetzt? Gut, warte. Warte. Jetzt mach die mal auf. Was ist gerade passiert? Ich hab dir immer noch zu. Du Fetzer! Was ist passiert? Ich hatte F5 und ich hab gesehen, dein scheiß Lava! Hey, was für Lava? Ich hatte Augen zu, ich hab dir immer noch zu. Wo lauf ich gerade hin? Fresse, ich hab dein Lava gesehen! Weißt du, wo lauf ich gerade hin? Ja, zu. Wo? Oh, Snippe, was ist eigentlich das hier? Ich finde das machen wir mal weg, was, oder? Was? Ach ja, komm mal her, dein Zimmer, warte mal. Hast du ein Zimmer für mich gebaut? Nee, ich hab. Warte mal. Hier. Hä, hey, was stand da? Ich hab's nicht gelesen, der Block ist irgendwie nicht dran. Wenn du diese Tür kaputt... Warte mal kurz, meine Mutter ruft mich die ganze Zeit, wenn ich schreie. Ach so, ja. Das würde mich auch mal interessieren, was deine Mutter dazu sagt. Holst du sie mal hier ins Mikro. Komm, rede! So, Snippe, du siehst, ich habe eine Holzaxt im Inventar, ne? Und die werde ich jetzt auch benutzen. Okay. Weißt du, was diese Holzaxt kann? Ja, die kann nur Schaden machen, aber wenig. Oh, ja? Komm mal runter zum Lavafall in Redstone. Komm mal runter, ganz schnell. Ja, wo ist das? Wo? Da, wo du das TNT geplantet hast, ganz schnell. Okay. Und danach stehen wir jetzt sehr schnell hinlaufen. Ey, ja, ich bin doch so schnell. In 3, 2, 1. Oh! Lappen! Was ist da passiert? Alter! Snippe, was ist da passiert gerade? Ja, Didos. Was? Ja, Snippe, also ich würde sagen, irgendwas stimmt da nicht, oder? Bist du Deine dumm? Aggressivität hat sich einfach gerade in Lava umgewandelt. Da siehst du gerade, wie viel Blöcke Aggressivität in dir geladen ist. Alter, okay. Geht's noch? Snippe, an dieser Stelle, ich muss das jetzt beenden. Sei bitte nicht so aggressiv, okay? Doch, sei aggressiv, du Lappen, Alter. Snippe, nein, bitte nicht, okay? Doch, Lappen. Hör bitte auf. Halt die Fresse, ich werde irgendwann dich ich werde dich irgendwann finden und ich werde dich irgendwann bedrohen. One versus one? Ja, komm her, One versus One. Das letzte, ja, das One versus One. Okay, wollen wir richtig One versus One machen? Tja. Okay, aber wenn ich gewinne, bist du nicht mehr aggressiv, okay? Ich.
Ne, ne? Das kommt automatisch. Also, wenn ich gewinne, bist du nicht mehr aggressiv? Ja, was soll ich machen, wenn ich TPA... Also ich mach TPA, ich kann kein Slash Home machen. Okay, mach mal, okay, wenn du jetzt stirbst, dann musst du, darfst du nicht mehr aggressiv sein, okay? Ja. Deal? Deal. Okay. Gib mir erstmal deine Sachen, also dir und so. Warte. Aber ich gewinne ja eh. Ne? Ich gewinne ja eh. Willst du mich verarschen? Willst du mich so, verarschen? Komm, du wirst eingeschlagen. Ne, ne, Didos. Mein Computer so. Hier. Okay. Das, damit du bist gestorben, ist, darfst du nicht mehr aggressiv sein, das ist versprochen. Ne, versprochen ne, ist versprochen ne, und wird auch nicht ne. gebrochen. So, Snip, und wenn du noch einmal aggressiv bist, ne, dann gibt's Ärger. Dann gibt's Arsch voll. So. Dann schneide ich dann. Sound muted. Was Sound schneidest resumed. Du? Deine Haare. Okay. Ich habe da was anderes verstanden. Ja, das war's mit Snippe. Ihr seht schon, er ist anscheinend immer noch aggressiv. Ja, ich weiß auch nicht, woran das genau liegt, ob man da noch was bewirken kann. Ich würde mir auf jeden Fall Mühe geben. Vielleicht sollte ich wirklich mal mit seinen Eltern reden, ob er auch normal so ist oder ob er jetzt nur im TS so ist. Ich weiß es nämlich nicht, aber okay, Leute. Naja, das war's dann wieder mit Snippe. Wie gesagt, wenn ihr mehr von Snippe sehen wollt, schreibt's in die Kommentare. Wenn ihr meint, das ist kalt, dann nein, Snippe ist einfach zu aggressiv, dann schreibt's auch in die Kommentare. Wie gesagt, ich werde da mein Bestes geben, dass wir Snippe bald mal... Ja, entaggressivisieren. Das Wort gibt es nicht, aber ich denke, ihr wisst, was gemeint ist. Und ja, ansonsten macht Jonas jetzt noch einen schönen Abschluss. Und genau, wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr von Snippe sehen wollt, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare und gebt einen Daumen nach oben, denn das tut euch nicht weh und hilft mir sehr. Und ja, ansonsten macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Snippe. Warte. Tschüss. Alter, sei leise, ich schlag dich gleich.